Ja, und damit begrüße ich euch dann direkt zurück zu ETS 2. Wir brauchen einen neuen Auftrag, damit wir mit unserem neuen Schätzlein auch mal auf Tour gehen können. So, Aufträge. Köln, was haben wir denn da? 130.000. Köln-Rotterdam. Hat Köln-Dover und dann nur 9.700. Echt auf die Insel und dann verdienst du da nichts. Das ist ja erbärmlich. Auf geht's. Ist das nicht herrlich? Mit unserem eigenen Zwack, unserer eigenen Zugmaschine. Boah. Warum fährst du nicht, du Sack? Bist du bescheuert? Bleibt der da mitten stehen? Immer geradeaus. Das wär's gewesen. 100 Meter, nicht mal 100 Meter vom Firmengelände runter und den ersten Unfall. Junge, Junge, Junge. So, das macht halt anders. Da kommt mir immer zu viel Verkehr rüber. Sprich, da kommst du zu schlecht aufs Firmengelände. Fahren wir hier rauf. Von hier aus uns den Auftrag abholen. Den unsere Disponentin ausgesucht hat. Ja, unsere Disponentin. Aufträge. Den wollte die Liebste haben, dass wir den fahren. Geld für Angestellte haben wir noch nicht, da muss die Frau dann rein. Sommerland. Ja, aber das ist das gleiche Spiel wieder mit dem Rie beim Reinkommen. Also nehmen wir den Umweg. Wir fahren hier vom Gelände. Um die Hof. Ja, genau her. Neue Route finden. Links halten. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, war noch kein Grün. Jetzt. Goodbye.
muss mal ganz kurz einen Break machen. Hab in der Folge vor noch groß gesagt, oh, Timer vergessen anzusetzen. Und die Folge nehme ich quasi im Anschluss direkt auf. Bin ich hier am Aufnehmen, um halt war. Timer lief natürlich wieder nicht. Jetzt läuft er. Alles gut. Ich glaube, wenn wir die Musik anhaben, können wir Helga ein bisschen lauter stellen. Stimme vom Navi. Demnächst rechts ab. Steht denn da? Tom Ford? Wer ist denn das? Ich kenne Tom Jones. Ich kenne die Automate Ford. Aber zusammen? Tom Ford? Oh! Oh! Echt jetzt? Also das für eine Taste. Mutter ausschalten. So ist da nichts mit drauf. Da kann auch mal enden. Zuweisung der Fanfare. Na gut, Fanfare brauche ich jetzt gar nicht. Hier vielleicht mal eine rauslassen. Säcke hier. So, ihr schleicht mir ein bisschen zu langsam, Leute. '85 lasse ich mir gefallen. Aber das, was ihr macht, ist ja bald Arbeitsverweigerung. Ja, auch du, mein Freund. Auf dieser Spur bleiben.
links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, bin dabei. Immer geradeaus. Jetzt sag nicht, wir müssen abbiegen. So, jetzt sind wir aber ein bisschen rasch schnell, Herr Kroft. Jetzt mal ganz rüber. Oh ne. Da hätten wir wieder auf die Spur hier gemusst. Alles richtig gemacht. Ab in die Niederlande. Immer geradeaus. Wir haben noch 150 Kilometer. Oh, ich glaube, der passt richtig. Dann lass mal. Knapp bei 8 Minuten noch, 150 Kilometer. Ja, das dürfte raus. Aber wieder genau eine Fahrt hier in unserer Tour. Ist doch wunderbar da. Können wir schon ausmachen oder nicht? Auf jeden Fall müssen wir nochmal. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Na, mach mal auf leichter Stufe, Scheibenwischer. Geradeaus, das heißt, wir müssen gleich garantiert wieder rüber wechseln. Wie ich dieses liebe, dieses Spuren-Jumping. Oh, doch nicht. Wir wählen da auf meinem Handy gerade was von. Warum immer diese Störung bei der Aufnahme? Warum bist du so schnell? So. So ist es wieder besser. So gibt das, glaube ich, nichts, Herr Kroft. Na gut, jetzt gehen wir nochmal 85 Kilometer hoch. Damit wir das Elefantenrennen gewinnen und überholen können.
Oh, der Regen ist aber hartnäckig. Da hat das Gefühl, der wird sogar wieder stärker. So, gleich müssen wir abfahren, deswegen werden wir nicht mehr überholen. Bitte rechts halten. Kommt unsere Abfahrt. Nimm die Ausfahrt rechts. Helga, du sagst ja gar nicht. So auch nicht. Oh, jetzt regnet es nicht nur im Spiel bei mir. Und das ganz gut. Ich habe das Fenster auf. Spannend. Oh, gut. Regnet nicht rein. Aber gleich noch ein bisschen mehr. Der Regen ist aber wirklich lang diesmal. Dabei habe ich die Regenwahrscheinlichkeit doch gar nicht so hoch eingestellt. So, Rotterdam. Whispers of Spanish float round her head. Sometimes her skin smells like chilies in the sunlight. Sometimes she wakes in the middle of the night. She gets long distance calls from Barranca del Cobre. Na, wo bleibt die grüne Phase? So, habt ihr das gesehen? Die hat gelb übersprungen, die Ampel. Nichts hier so, gelb, macht euch bereit, ihr könnt gleich fahren. Nein, von rot stehen bleiben, direkt auf losfahren. Ach, die ist ausgefallen. Demnächst rechts ab. Wieder nach rechts ab. Wir sind fertig. Oh, da sind wir ja auch schon.
Und Absatzung bitte. So, dann dürfte man hier oben auch Level 4 erreicht haben. Oder 300? Jawohl. Dann gucken wir mal, was die für Aufträge haben. Ja. 13.000. Oh, 341.000. Also liegen die hohen Preise doch nicht daran, dass man einen eigenen Trailer hinten dran hat. Hatte ich mir eigentlich so gedacht, bis jetzt immer. Das finde ich langsam übertrieben. Na gut, wir werden diesen Auftrag trotzdem dann nehmen. Du hast ja so. Optimiert für Schwer- und Transporte. Spezialtransport. Also müssten wir den noch nehmen. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann aber. Bedanke mich für euer Interesse und hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über das ein oder andere Däumchen nach oben oder einen oder anderen Kommentar freuen und sage ansonsten wie immer Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play ETS 2 hier bei Aiden Croft.